Folge Nummer 66 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrak hatte mir geschrieben, dass ich vielleicht sicherheitshalber mal hier einen Stein hinbauen sollte, wo die dann darüber klettern müssen, weil der Mordrak hatte geschrieben, wenn die hier eine große, nee, eine kleine Sauerei, ist eine große, weiß nicht, dann haben wir auf jeden Fall eine Sauerei gemacht, das heißt, pillern in der Anzüge rein, wenn die da reinplanen, kommt das hier oben, wenn sie sie ausziehen, raus. Das bedeutet, wenn hier das Wasser runtergeht, dann haben wir unser sauberes Wasser hier unten ganz schnell schmutzig. Das sollten wir natürlich nicht haben. Gut, deswegen machen wir da den Stein hin. Besser ist das, ne? Gut, okay. Andere Seite geht's hier runter und geht hier hin, wo wir sowieso wischen wollen. Das ist also ziemlich egal, ob das passiert. Und wenn wir schon davon reden, dann will ich das auch mal gerade aufgewischt haben, weil das sauberes Wasser ist, was da unten drin ist. Und schon ist einer da und macht das super. Okay. Ja, die sind jetzt hier runtergegangen. Wir müssten aber noch gucken, dass wir hier ein bisschen mehr vorankommen, ne? Hier sind wir natürlich super mit 1, 2, 3, 4 und da wird gebrütet 5. Da ist der 6. Eigentlich müssen wir hier größer werden, ne? Die sind not amused mit so vielen da drin wahrscheinlich, ne? Da ist bestimmt hier der Puffprinz schon mürrisch und eingeengt. Überfüllt. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir da noch zu Rande kommen, ne? Da muss was passieren. Aber erstmal wäre wichtig, dass wir hier das noch an den Generator noch ans Laufen kriegen. Die Batterie ist voll. Was hat der Mordrak noch geschrieben mit den Anzügen? Das hatte ich gerade angesprochen. Und der hatte dann letztes Mal Kalt lieber genommen, anstatt noch ein weiten Dupe. Und naja, das ist dann halt so eine Sache, ne? Klar, er hat Angst, dass ich hier verhungere. Weil wir Nahrungsmangel haben. Ja, da müssen wir mal gucken, wie das besser hinkriegen, ne? Ja, hier läuft es gerade nicht so dolle, ne? Was macht denn Temperatur überhaupt so? Ne? Okay, ist natürlich schlecht. Noch schlechter. Hier unten wäre noch ein bisschen Platz, wenn es... Hier wäre möglich, dass es hier nicht so warm ist, ne? Dann wächst da vielleicht was. Wie viel Grad haben wir denn hier? Das wäre eine Temperatur für was hinpflanzen, ne? Vielleicht sollten wir das mal priorisieren, oder? Ja. Machen wir mal hier Prio hoch. Dass wir den Raum fertig kriegen, oder? Mach das mal so. Und dann gucken wir mal weiter. Das Wasser kann nachher runterfallen. Gucken, ob da einer kommt und was macht. Die Pumpe hat nicht mehr viel Wasser. Aber der Strom, der ist noch das Entscheidende. Wie, die Batterie ist jetzt leer? Die war doch gerade noch voll, oder? Habe ich mich da so sehr vertan? Okay, hier kommen die 800 Volt. Watt? Ne, Volt war richtig, ne? Oder sind es Watt? Ne, Watt. Die 800 Watt kommen hier rüber. Also die Leistung geht da mit 800 Watt durchs Kabel. Und von da geht es nach da in den Transformator, der dann wiederum 160 Joule hat. Keine Ahnung. Und der geht hier rein und hier sind die Leitungen aber überlastet, weil... Achso, da haben wir auch noch einen, den wir schon bauen. Weil wir hier 240, 120 Watt haben und hier haben wir 800 Watt. Aber der wird ja produziert, ja, Strom. Ja, da unten soll noch eine Pumpe hin. Das ist jetzt gerade schwierig. Aber das Netz ist natürlich hier insgesamt, ne? Und das, ja, müssten wir eigentlich mal reglementieren irgendwie, ne? Aber das funktioniert erst, wenn das hier fertig ist, oder? Können wir den mal auf 6 machen? Vielleicht geht es dann schneller. Ist hier noch irgendwas? Ziegel? Leiterkabel ist auch, glaube ich, nicht fertig, oder doch? Ne, ist wohl fertig, ne? Sieht nur dieser Pinöppel aus. Und da vertue ich mich da. Machen wir Strom. Kabel angucken. Ne, passt schon. Die Leitung liegt schon. Es ist nur noch der Transformator selber. Und wenn wir den haben, dann... Ja, hier muss eine Batterie noch irgendwie hin, ne? Das ist unser Problem. Aber wohin? Können wir denn eine bauen? Ja. Können wir die da einsetzen? Die könnte man da einsetzen, ne? In die Schleuse.
Oder soll sie da... Nee, die kann dahin. Das war wahrscheinlich auch der Plan, ne? Weil dann kommt der Strom dahin. Macht Sinn, oder? Gut. Und den setzen wir dann auch auf 6. So, und der Generator hier. So. Transformator, nicht Generator. Generator haben wir hier. Dann müssen wir dann mal gucken, wie wir das regeln. Hier geht ja auch schon eine Leitung kaputt, weil überlastet, ne? Aber das ist ja, das Netz ist ja insgesamt. Wo ist denn hier eine Leitung? Strom. Leiterkabel da. Potenziallot 2760 Watt. Jetzt ist Ruhe. Ja, das müssen wir machen. Das müssen wir hinkriegen. So, irgendeine Tür hatten wir noch ein Problem mit. War das dieser? Ja, die ist es, glaube ich, gewesen, ne? Wo ich hier alles Mögliche allen verboten habe, ne? Eigene Rechte, oder wie war das? So, was wollten wir denn da machen? Da sollte was repariert werden. Standardrechte? Ne, die haben alle Standardrechte, oder? Ist das nicht die Tür gewesen? Ja, ich weiß es nicht mehr. Nee, das ist ja Standardrechte. Also das heißt, die kriegen das hier alle. Und das ist Auto. Und das ist, glaube ich, dann... Wenn ich so mache, für alle, ne? Weil wir können eine andere Tür. Ja, genau so sieht's aus. Da ist der Fehler. Gut, das bedeutet, wenn ich das jetzt als Standard habe und das sind die Standardrechte, dann können alle rein und rausgehen. Sollte jetzt wieder funktionieren. Okay, dann bedeutet das, die können auch die Leitung da machen. Müssen wir nur abwarten, ne? So, jetzt ist gerade hier so ruhig, ne? Keiner tut was. Die Nachtschicht ist nur am Arbeiten wahrscheinlich, ne? Nahrungsmangel. Wir müssen noch ans Essen weiterdenken. Okay, hier ist noch nichts fertig gemacht worden, aber der... Ach, der Weg dahin ist das Problem. Alles klar. Das bedeutet, wir müssen... Das mal gerade wegmachen und darunter die Priorität erhöhen auf... Machen wir 9. Und lass die mal auf 6 und mach die auf 9. Dann wird vielleicht erst das hier gebaut, so weit wie es geht. Haben wir. Der kann da eigentlich zerlegt werden. Den brauchen wir dann nicht mehr. Okay. So, jetzt baut da auch einer ab. Das ist schon mal sehr gut. Und da auch. Jetzt muss hier noch einer das bauen. Dann kann man, glaube ich, sogar, wenn der da ist, da schon reinkrabbeln wieder. Und dann geht's hier weiter. Sehr gut. Wie sieht es hier aus? Wo ist das Problem hier? Luftdruck, Wachstum gestoppt, Luftdruck und Beleuchtung. Temperatur ist nicht das Problem. 29,2. Hier geht tatsächlich auch was. Ja, müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Ne? Hier ist die Anzugschmiede, wenn es denn eine Schmiede ist. Die drei sind hier auch immer noch am Laufen. Gibt es hier irgendwo Bogen? Puckepanzerhülle? Wohl nicht, ne? Ne, da ist einer gehäutet oder weiß ich, was da passiert. Hier geht auch noch nichts voran und na, da müsste man mal gucken, wie man hier weiterkommt, ne? Hier ist ganz viel verschmutzter Sauerstoff und Temperaturen sind hier natürlich... da waren jetzt 6, 29, 30 Grad? Wow. Ich glaube, wir haben hier definitiv ein Problem mit der Kühlung. Keuchwurz, die macht das zwar kalt und die auch, aber da sind es auch nicht mehr ganz viele Grad minus. Man müsste diese Keuchwurz irgendwie noch mehr haben, ne? Der hat 11. Ja, hier geht auch nicht, der hat auch wahrscheinlich 11, ne? Ja, nächste auch. Also ich glaube, wir kriegen hier gar nichts mehr runtergekühlt, kann das sein? 29,4 und kommt mit 31,3. Das ist nicht viel, was hier... Jetzt stellt sich mir die Frage, wo kommt das? Ach, das ist hier verschmutztes Eis oder sowas wahrscheinlich, ne? Schnee, verflüssigbar. Keine Ahnung, wo das aufgetaut ist. Ja, dieses Biom, das ist leider...
nicht kalt genug für unser Vorhaben. Wo haben wir denn noch was? Hier unten ist noch ein Biom. Würde da noch der ganzen Sache zutragen, da oben, ne? Wie sieht's hier mit Keimen aus? Die haben wir da. Also hier wäre der Weg tatsächlich hin machbar, ne? Nur nicht unbedingt hier lang, sondern eher da lang. Mach das mal hier weg. Mach das mal so. Und so. Und dann gucken wir erstmal weiter. Hier haben wir natürlich viel Chlor drin. Da auch. Vielleicht sollten wir hier mal was mit der Schleuse bauen. Mache ich da eine Schleuse hin? Die wäre nicht schlecht, ne? Damit es schneller geht. Strom haben wir ja bald hier. In der Hoffnung, dass das immer ein bisschen hier funktioniert. Da kommt jemand und macht was. Ah, der baut da ab. Ja. Ziegel. Gut. Und den können wir da auch noch abbauen. Und dann können wir da noch zwei Ziegel hinsetzen. Dann ist das auch fertig. Gut. Harold ist natürlich flott unterwegs, ne? Muss man ja einfach sagen, ne? So, was ist hier? Ich mach das mal auf 9 und das mal auf 9. Wir müssen mehr an Strom kommen, ne? Das ist wichtig. So, wie sieht's aus? 3800 Essen wird weniger. Wo ist Essen? Hier nicht wirklich, ne? Ja, da ist Wasser und keiner wischt es auf. Wie sind die Prio fürs Wasser? Nur 5. Ja, die Tür war jetzt dabei. Die muss nicht auf... Ach so, die war auf 9. Na, lass mal so, passt schon. So, er holt wieder Wasser. Großmann. So, wo kommen wir denn an Essen? Hier geht nichts, ne? Körpertemperatur ist ausgeschaltet. Körpertemperatur. Hier geht ein bisschen was. Körpertemperatur. Also machen wir das, ne? Momentan Essen. Das war hier für unseren Slicker oder Slick oder wie er hieß, ne? Und da wird gerade auch, glaube ich, wahrscheinlich Kohlendioxid auch rausgepustet. Und das war ein Luftreiniger, ne? Das ist jetzt auch nicht her. Ja, das hatte der Mordrak auch geschrieben, ne? So viel Sauerstoff wie möglich reinpusten und dann den anderen Zeug, alles was nach unten gedrückt ist, dann da bearbeiten, ne? Hier geht gerade nicht so viel, ne? Schwierig. Die machen auch nichts, ne? Also hier unten wird ganz wenig nur gemacht, da. Ah, der ist jetzt aber da mal drin. Dann macht er das Rohr, der Heiler. Ah, ne, der macht diese Leitung noch weiter. Das ist schon mal gut. Hier geht jetzt gerade wieder nichts, ne? Der ist doch voll. Inaktiv, weil Rohr blockiert. Ach so. Wir haben Sauerstoffproblem. Also der geht da rein. Das heißt, wir haben hier einen Überdruck. Das ist unser Problem. Wie kriegen wir das los? Schwierig, ne? Also hier läuft nichts, weil wir hier einen Überdruck haben. Funktioniert nur, indem wir hier die Tür aufmachen, oder? Das ist ein... Die Maschine ist ausgeschaltet. Ja, dann müssen wir die einschalten, oder? Damit hier das Kohlendioxid rausgefiltert wird, oder? Wie war das? Das ist ja der Luftreiniger, ne? Mal gucken. Prio ist auf 9, ja.
Ist nur die Frage, ob dann der Druck weniger wird, ne? Notfalls muss die Tür auf. Ich glaube, wir sollten diese Tür mal... Warte mal, hier, der ist ja immer noch nicht fertig. Dann sollte der mal einen neuen kriegen, der Ziegel. Kommt da Wasser rein? Ja. Das läuft da, aber hier läuft nur nichts, okay. Irgendwann kommt da unten auch Wasser an. 31 Grad. 2,9, okay, es kühlt nach da hinten ab, ne? Da ist die Frage, was du noch machst hier. Wir haben ja unten das weitere kühle Biom hier, ne? Und hier wieder Wasser rein. Ja, müssen wir mal gucken. So ganz gefällt mir das hier noch nicht. Vor allem, es passiert so wenig gerade hier. Was machen die alle? Mittagspause? Oh, wir haben nichts zu essen mehr. Ist hier jetzt was passiert? Auch noch nicht. Doch, der eine ist schon gemacht worden. Objekte fehlen Ressourcen. Gasherd, ja. Wo ist denn der Gasherd? Da. Gefüllte Beeren haben wir nicht. Da haben wir nichts. Haben wir hier. Sauerstoffprobleme haben wir auch. Omelette. Keine Ahnung, wie viel wir machen können. Mach 3 oder so. Sonst gibt es nichts zu essen. Hier oben fehlt es an Luft, da. Oh, 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 oh. Was sagt denn die Luft? Die Luft sagt viel Schlechtes. Wo ist Alge? Verschmutzte Erde, Kupfer. Ich sehe keine Algen. Da. Keine Algen da. Das heißt, wir müssen Sauerstoff. Verhungert? Wer verhungert? Ofen verhungert, aber das liegt daran, dass er gerade nicht zum Essen geht, wahrscheinlich. Okay. Jetzt muss hier was passieren, aber ganz dringend. 84, 84, 88. Okay, hier geht nichts. Wie kommen wir an Algen? Die machen hier Schleim, ne? Haben wir da irgendwo schon mal Schleim gesehen? Ne, nicht wirklich, ne? Da ist schon wieder einer drin. Irgendwie sehe ich jetzt hier nicht so, dass die gerade den Schleim machen, den wir dann hier zu Dingens machen können. Ich sag schon, zu Algen. Der macht 200 Gramm die Sekunde. Das ist alles kontaminierter Schleim wahrscheinlich. Irgendwo Schleim, der nicht kontaminiert sein könnte. Da zum Beispiel. Ist da auch noch Algen? Ja, gut. Das bedeutet, wir müssen da irgendwie hin. Ne, das war verkehrt. So, lassen wir das. Und dann das muss weg und das muss weg und das brauchen wir noch und das brauchen wir auch noch. Verhungern. Ja, wie viel haben wir? 1300. Und Prio ist zu schlecht. So, jetzt haben wir die Prio da angehoben. Sandstein. Ist nur irgendwo was, wo wir was rausholen können. Hier geht auch noch ein Weg hoch. Gibt's hier was zum Ernten? Nicht wirklich, ne?
Hier gibt es noch was zu essen. Luftdruck. Das ist eine Pilzspore. Könnten die hin? So ist nicht. Jetzt ist Essen auf Null. Jetzt wird's ernst. Wo ist der Dingens? Der Matsch. Da. Zack. Ja, der wird aber gerade gemacht, ne? Tausend. 850 haben wir gerade. Nee, da sind wir ein bisschen schlecht bei. Da muss mehr passieren. Hier wächst ab und zu mal einer. Ah, der ist gleich fertig. Und die sind alle drei gleich fertig. Dann geht wieder ein bisschen was mehr. Hier oben passiert leider nichts mehr. Düngerkappe ist auch nicht so dolle. Da oben wird der frittierte Schmatsch gemacht. Da sind wir jetzt bei 1050. Ah, hier ist gerade einer fertig geworden. Ist schon mal sehr gut. Und hier geht es jetzt mal voran. So, und das bedeutet auch gleichzeitig Nahrung. Wie weit sind wir hier mit Wasser? Doch, das ist ja hier um die Ecke. Dann machen wir die Hydro-Farm hier hin. Okay, die geht nur so weit. Zack. Zwei weiter. Da gibt es wieder mal keinen Sauerstoff dann. Ah, ist das schwierig. Wie sieht's hier aus? Kann man da noch was machen? Er hat schon zwei Punkte, aber Harold hat die mieseste Meinung überhaupt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden dann. Okay. Ja, 2,9 geht schon wieder aufwärts, ne? Wir müssen hier auf jeden Fall was hinkriegen. Sanitär, Rohrleitung. Machen wir gleich hier weiter rüber. Das sollte was werden dann, oder? Okay. Gut, aber ich sehe schon, die Folge ist schon wieder eine ganze Ecke lang. Wir müssen schauen, dass wir das alles fertig kriegen. Der Stein ist hier fertig. Er kann da auch noch runterlaufen. Ist also schon mal prima. Hier unten ist aktiviert worden, aber gerade kein Strom da. Weil es ein Teufelskreis ist wahrscheinlich, oder? Ja, da muss irgendwie was passieren hier. Ich glaube, wir müssen mal diese Tür gerade aufmachen. Öffnen. Weil wenn das läuft, geht der Druck da runter. Dann können die Generatoren wieder Strom produzieren wahrscheinlich, ne? Nur einen kurzen Moment vielleicht, bis es anläuft. Okay. Diese Tür muss definitiv eine Schleuse werden. Okay, wollen wir hoffen, dass das wird. Der ist aus, oder? Ja. Aber da kommt immer noch dreckiges Zeug raus. Ja, die werden immer mehr hier, ne? Die fressen sich wahrscheinlich bald gegenseitig auf. Ja, hier unten muss was passieren. Und zwar muss diese Schleuse ganz schnell aufgemacht werden. Das ist auf 1 gewesen, deswegen klappt da auch nichts, ne? So, jetzt wird da wohl einer schnell hinlaufen. Der ist ja ziemlich schnell, der Travaldo. Ja, der kann schon laufen. Das ist schon mal sehr gut. Aber Travaldo geht gar nicht darunter. Der macht jetzt da Strom, was auch dieser Strom ist. Okay. Ja, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Dann läuft hier wieder ein bisschen was. Aber hier kommt trotzdem nichts raus. Auch wenn wir hier sauber machen. Verbraucht Wasser, verbraucht Kohlendioxid, S12, Produktion. Jetzt ist hier Druck geht raus. Will ich hoffen, dass das dann wieder angeht. Das sieht gerade nicht so aus.
kurz einmal reingeguckt. Nein, es passiert hier nichts. Wieso kommt hier Erdgas an? Die Pumpe saugt Erdgas an. Okay. Aber hier kommt nichts raus, weil hier ein Überdruck besteht. Ja, sehr gut. Okay, da müssen wir uns in der nächsten Folge drum kümmern. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Ciao.